Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Toka Toast merch. Guten Morgen, Toasties. Ich hoffe, ihr habt alle auch gut geschlafen. So, jetzt mache ich mich fertig für die Schule. Aber davor muss ich noch meine Eltern grüßen. Hallo Mama, hallo Papa, ich vermisse euch. So, und jetzt noch schnell das Gesicht und die Haare kämmen. Und dann bin ich auch schon fertig mit meiner Morgenroutine. Sag mal, Toasties, wie findet ihr eigentlich das Kleid, das mir Simon gekauft hat? Ich wünschte so sehr, ich könnte es auch sehen. Da ist sie ja endlich. Guten Morgen, meine wunderschöne Nichte. Ich habe dir deinen Lieblingskaffee gekauft. Zwiebel- und Knoblauchgeschmack. Was? Wirklich? Das ist mein Lieblingsgeschmack. Oh, danke schön, Onkel. Gar kein Problem. Also viel Spaß in der Schule. Oh, danke schön, Onkel. So nett war er noch nie. Ich frag mich, ob ich Simon heute wieder in der Schule sehen werde. Er ist einfach so unglaublich lieb. Und auf Wiedersehen für immer und ewig. Was ist denn hier los? Wieso werde ich so früh schon gerufen? Sie ist in Gefahr. Oh nein, ich muss ihr helfen. Ich muss mich beeilen. La, 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 la. Amy, da bist du endlich. Warte kurz. Ich hätte es mir doch denken können, dass er es heute wieder versuchen wird. Simon, was war denn das für ein Geräusch? Ist alles okay? Wieso bist du so wütend? Oh, natürlich bin ich nicht wütend. Ich bin nur in Hundekacke gestanden und musste es immer kurz abreiben. Aber sonst alles gut. Komm, lass uns gemeinsam in die Schule gehen. Was? Oh nein, ich sollte nicht lachen, aber du hast heute wirklich Pech. Also ich denke nicht, dass es Pech war. Eher Glück im Unglück. Denn ich habe dich getroffen, es können wir gemeinsam gehen. Was ist denn jetzt passiert? Wieso ist die Feuerwehr noch nicht da? Oder die Polizei? Es kann doch nicht wahr sein, dass mein Plan schon wieder gescheitert ist. Bei ihren Eltern hat es sogar funktioniert. Oh, jetzt muss ich selber nachschauen gehen. Was? Komisch. Die Bremsen sind ja immer noch beschädigt. Wieso ist aber dieses blöde Auto stehen geblieben? Wieso bewegt sich das Auto? Hilfe! Ich brauche Hilfe! Kann jemand den Krankenwagen rufen? Mama! Das ist einfach alles nur ihre Schuld. Wäre das Auto auf sie gerollt, dann würde es mir gut gehen. Und genau aus diesem Grund muss ich wohl zu härteren Mitteln greifen, um sie loszuwerden. Ich weiß schon ganz genau, was ich machen werde. Ich hoffe, Amy hat Hunger. Denn es wird ihr letztes Abendessen werden. Jetzt muss sie nur noch nach Hause kommen. Ich bin wieder zu Hause. Ach, meine wunderschöne Nichte. Endlich bist du daheim. Ich habe eine kleine Überraschung für dich geplant. Denn du hast ja bald Geburtstag und das muss natürlich gefeiert werden. Hä? Aber wir haben meinen Geburtstag noch nie gefeiert. Aber dein 18. Geburtstag ist doch sehr wichtig. Den müssen wir schon feiern. Geh du dich ausruhen und ich koche dir was Leckeres. Haha, ich hoffe, ihr schmeckt verbranntes Klopapier. Also sie ist ganz schön tough gewesen, muss ich sagen. Bei ihren Eltern ging es einfacher. Aber naja, das Geburtstagsgeschenk von mir an sie wird sein, dass sie bald ihre Eltern wiedersehen wird. Von wo kommt denn nur dieser Rauch her? Mir wird ganz schwarz vor Augen. Hilfe! Hilfe! Amy, halte durch! Ich komme! Simon, bist es du? Ja, wir sind gleich draußen. So, jetzt sind wir endlich draußen. Simon, bist es etwa du? Was bist du? Du hast Flügel. Wer bist du? Amy, bitte gib mir eine Chance. Ich kann es erklären, wirklich. Simon, was bist du? Du hast Flügel. Amy, es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Ja, du hast recht. Ich bin kein Mensch. Ich bin ein Engel. Eigentlich hätte ich dich nur bei einer Mission retten sollen. Und das war damals beim Aufzug, wo du das Augenlicht verloren hast. Aber dann habe ich mich in dich verliebt. Und irgendwie hat es dann angefangen, dass ich dich immer bei allem beschützt habe. Was? Also damals, wo die Ärzte zu mir gesagt haben, ich habe nur überlebt wegen meinen Schutzengel. Das warst du? Ja, das war ich. Komm, setzen wir uns irgendwo hin und ich werde dir alles erklären. Einige Zeit später, nachdem er mir alles gesagt hat, habe ich auch erfahren, dass mein Onkel hinter allem steckt. Und das war noch nicht alles. Dein Onkel steckt dahinter. Er hat diesen Brand verursacht. Oh nein, was soll ich denn jetzt nur machen? Nach all dem, ich will nicht mehr mit ihm zusammenwohnen. Keine Sorge, ich habe die Polizei schon verständigt. Sie sind schon auf dem Weg hierher. Ich verspreche dir, heute ist der Tag, an
indem er hinter Gittern kommt. Und solange ich bei dir bin, musst du keine Angst haben. Hallo, die Polizei ist da. Hallo, mein Name ist Hans und das ist mein Assistent Wurst. Wie können wir euch weiterhelfen? Oh, danke schön, dass ihr gekommen seid. Ich habe ihren Onkel dabei erwischt, wie er sie umbringen wollte. Ihr Onkel hat versucht, ihr Haus abzubrennen, aber zum Glück gab es diese Kamera, denn sie hat alles aufgezeichnet. Was hat der Onkel versucht, während sie noch im Gebäude war? Keine Sorge, wir werden uns darum kümmern. Also ich kann das nicht glauben, was ist denn das für ein Mensch? Wir werden uns jetzt das Videomaterial anschauen und hoffentlich ist es genug Beweismaterial, dass wir ihn verhaften können. Ich bin reich, jetzt gehen wir shoppen zu Gucci, Prada, Fendi, Supreme. Yeah! Bro, schaut mich an, wie fresh ich ausschau. Habt ihr jemals so einen freshen Typen gesehen wie mich? Meine Güte, dieser Typ ist einfach so unglaublich cringe. Hier ist ihr Shopping. Perfekt. Wo bleibt denn mein Chauffeur? Ah, hier kommt er schon. Okay, ich habe gute Nachrichten. Wir haben genügend Material hier, dass wir ihn für mindestens 120 Jahre ins Gefängnis bringen können. Aber so wie es ausschaut, haben wir es mit einem Profi zu tun. Also ich bezweifle wirklich, dass er einfach durch die Türen läuft und sich von uns verhaften lässt. Darum werden wir jetzt zum Polizeirevier gehen und die Fahndung aufnehmen. Keiner ist so reich wie ich, reich wie ich, reich wie ich. Keiner ist so reich wie... Oh, Polizei! Sie sind verhaftet! Alles, was Sie jetzt sagen, kann und wird gegen Sie verwendet. Aber wofür bin ich denn verhaftet? Ich bin so ein guter Mensch. Sie müssen mir glauben. Die einzige Person, die fürchterlich gemein zu mir ist, ist meine Nichte. Hat sie euch etwa was von mir erzählt? Jetzt tun Sie doch nicht so unschuldig. Wir haben das Videomaterial gesehen von Ihnen. Und wir haben auch Ihre Fingerabdrücke am Tatort gefunden. Was? Wie kann das sein? Die Küche ist doch komplett abgebrannt. Wie könnt ihr Videomaterial oder irgendwelche Beweise gegen mich haben? Sagen Sie mal, woher wussten Sie eigentlich, dass die Küche abgebrannt ist? Keiner hat die Feuerwehr gerufen. Sie sollten aufhören zu reden, denn sie schaufeln gerade ihr eigenes Grab. Oh, es tut mir so leid. Es war ein Unfall. Ich hatte so Angst. Aber wisst ihr was? Wenn ihr mich nicht verhaftet, dann bekommt ihr ein bisschen Geld von mir. Kommt schon, jeder lässt sich doch bestechen. Also, haben wir einen Deal? Sie sind offiziell verhaftet. Jetzt kommen sie hinter Gittern, nicht nur wegen Mordanschlag, sondern auch wegen Bestechung. Ah, ich kann einfach nicht glauben, dass er das gemacht hat. Jetzt habe ich gar keine Familienmitglieder mehr. Ich bin ganz alleine. Nein, das stimmt nicht. Du bist nicht alleine. Du hast ja mich. Ich bin für immer für dich da. Und wie meinst du, du hast keine Familienmitglieder mehr? Deine Eltern, sie sind ja noch am Leben. Sie sind halt im Koma. Seit dem Unfall vor 15 Jahren liegen sie immer noch im Koma. Ich habe versucht, sie zu retten, aber es war zu spät. Wenn du willst, ich kann dich jetzt zu ihnen ins Krankenhaus bringen. Was sagst du da? Meine Eltern, sie sind noch am Leben. Sie sind nicht tot. Ja, bitte bring mich hin. So, hier sind wir auch schon. Ich werde dich mal in Ruhe lassen, dass du ein bisschen Zeit alleine hast mit deinen Eltern, okay? Ja, bitte. Das wäre nett. Und danke für deine Hilfe. Ja, das ist gar kein Problem. Ruf mich, wenn du was brauchst, okay? Ich bin so extrem nervös, all diese Jahre. Mama, Papa, ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich all diese Jahre gedacht habe, dass ihr tot seid. Es tut mir so leid, dass ich nicht früher gekommen bin. Bitte, Mama, Papa, wacht auf. Ich bin es, eure Tochter Amy. Ich brauche deinen Ratschlag. Bitte sag mir, gibt es eine Möglichkeit, wie ich ihre Eltern aufwecken kann. Ich würde einfach alles dafür geben, sie glücklich zu sehen und ihr Lachen noch einmal zu sehen. Ich flehe dich an, du musst mir bitte helfen. Ich werde dir helfen, aber meine Hilfe kommt zu einem sehr hohen Preis. Bist du bereit, deine Unsterblichkeit einzutauschen? Für das Leben zweier Menschen. Und du darfst nie wieder in den Himmel zurück. Was? Das muss ich tun? Ja, ich würde meine Unsterblichkeit sofort aufgeben für sie. Auch wenn es heißt, dass ich kein Engel mehr sein werde. Dein Wunsch wurde erfüllt. Sobald du wieder die Erde betreten wirst, werden dir die Flügel abfallen. Auf Wiedersehen. Meine Flügel, sie lösen sich auf. Wie komisch sich das anfühlt. Aber endlich bin ich ein Mensch. Das heißt, ich kann jetzt mein Leben mit ihr verbringen. Das ist mir alles wert.
Es tut uns so leid, aber es ist endlich soweit. Aber was meinen Sie mit, dass es endlich soweit ist und für was diese zwei Spritzen? Naja, heute ist der Tag, an dem wir die Maschinen abstellen. Deine Eltern waren 15 Jahre im Koma und sie werden nicht mehr aufwachen. Aber nein, das kann doch nicht wahr sein. Was ist, wenn sie doch noch aufwachen? Bitte, bitte, könnt ihr nicht noch ein bisschen länger warten? Ihre Eltern werden nicht mehr aufwachen. Das können wir Ihnen garantieren. Nach 15 Jahren im Koma sind sie gehirntot. Aber es gibt doch Ausnahmefälle, wo ein Wunder passiert und dann wachen die Eltern auf. Was ist, wenn meine Eltern zu diesen Ausnahmen gehören? Es tut uns so leid, aber da müssen wir dich enttäuschen. Die Chance, dass du im Lotto gewinnst, sind sogar höher wie deine Eltern, dass sie aufwachen. Bitte nein, hören Sie auf. Bitte gehen Sie aus dem Weg. Oh, ich hatte gerade so einen guten Traum. Was ist denn das für ein Lärm? Mama, Papa, ihr beide seid ja aufgewacht. Das kann doch nicht wahr sein. Sie sind wirklich aufgewacht. Das ist ein Wunder. Wir können es nicht glauben. Amy, Schatz, bist du das? Seit wann bist du so groß? Mama, Papa, ihr beide wart 15 Jahre lang im Koma. Ich bin so erleichtert, dass ihr endlich aufgewacht seid. Ich habe euch so vermisst. Ich dachte schon, dass ihr gar nicht mehr aufwachen werdet. Endlich habe ich euch wieder. Oh, was? Was ist denn bitte passiert, dass wir so lange im Koma waren? Amy, mein Schatz, du schaust so wunderschön aus. Ich kann nicht glauben, dass du all diese Jahre alleine warst. Na, dann gibt es aber sehr viel nachzuholen. Ich freue mich schon auf die Geschichten. Ja, Mama, es ist einfach so unglaublich viel passiert. Ich muss euch das dann alles erzählen. Also, ich muss mich von dem Schock jetzt erholen gehen. Ach, Amy, meine wunderschöne Tochter. Aber jetzt gehen wir zuerst mal nach Hause. Es gibt dir sehr viel nachzuholen. Mama, Papa, wusstet ihr, dass Onkel Tommy hinter meinem Unfall steckt? Die Polizei hat alte Überwachungssysteme von uns gefunden, wo man Onkel Tommy sieht, wie er die Bremsen bei eurem Auto kaputt macht. Und darum ist der Unfall passiert. Und all das hat er nur gemacht, damit er unser Geld bekommt. Nach dem Unfall hat er mir erzählt, dass meine Eltern es nicht geschafft haben beim Unfall und dass er nur mein Erziehungsberechtigter ist. Kurz daraufhin hat er mich aussetzen wollen. Aber ich hatte einen Schutzengel, Mama und Papa, der mich immer beschützt hat. Egal wie schlimm Onkel Tommy mich behandelt hat, er war immer für mich da und hat mich aufgeheitert. Sein Name ist Simon und ich hoffe, eines Tages könnt ihr ihn auch kennenlernen, Mama. Danach hat Onkel Tommy erfahren, dass sobald ich 18 Jahre alt werde, dass mir das gesamte Vermögen gehören wird. Und deshalb wollte er mich dann auch loswerden, indem er das Haus unter Feuer gesteckt hat. Und dann wurde er verhaftet. Um Himmels Willen. Und all das ist passiert, während wir im Koma waren. Ich kann nicht glauben, dass mein Bruder so weit gegangen ist für Geld. Es tut mir so leid, meine wunderschöne Tochter, dass du das alles alleine durchstehen musstest. Bricht mir einfach das Herz. Das ist alles einfach nur unsere Schuld. Wir hätten ihn niemals in unser Leben lassen dürfen. Nein, Mama, jetzt hör auf. Es war die Schuld von niemandem. Naja, das Wichtigste ist ja, dass es uns allen gut geht und dass mein Bruder im Gefängnis ist. Und wir haben eine kleine Überraschung heute für dich. Was? Wieso? Eine Überraschung für mich? Hast du etwa vergessen? Heute ist doch dein Geburtstag. Okay, Schatz, und hier ist deine Geburtstagstorte. Komm, mach die Augen zu und wünsch dir was. Mama, ich glaube, du hast vergessen, dass ich blind bin. Ich muss die Augen nicht zumachen. Okay, was soll ich mir nur wünschen? Ich wünsche mir so sehr, dass ich Simon sehen würde. Erwarten wir eigentlich noch eine Person? Wer könnte das nur sein? Amy, magst du mal schauen gehen, während wir das Essen vorbereiten? Aber ja, natürlich, Papa. Hä, ich erwarte doch keinen Besuch. Wer das wohl sein könnte? Oh, Simon, was machst du denn hier? Also ich muss sagen, ich musste gerade an dich denken. Amy, so schön, dich zu sehen und alles Gute zum Geburtstag. Ich habe vom Krankenhaus gehört, dass deine Eltern endlich aufgewacht sind. Also ist mein Wunsch doch in Erfüllung gegangen. Ich bin so froh, dass es geklappt hat. Und ich bin jetzt ein Mensch. Ich kann jetzt so lange, wie ich will, auf der Erde bleiben und mit dir verbringen. Was? Das war dein Werk? Du hast meine Eltern gerettet. Simon, ich danke dir so sehr. Aber wie meinst du, dass du jetzt ein Mensch bist? Naja, um deine Eltern zu retten, musste ich ja meine Unsterblichkeit hergeben. Das war die Bedingung. Aber ganz ehrlich, mir macht es nichts aus. Denn das heißt, ich kann jetzt für immer bei dir sein. Also nur, wenn du willst, natürlich. Was? Das hast du für mich gemacht?
Du bist einfach der Beste. Komm, du musst meine Eltern kennenlernen. Mama, schau mal, wer gekommen ist. Mein Freund Simon ist da. Ich wollte ihn euch schon so lange vorstellen. Oh, Simon, schön, dich kennenzulernen. Wir haben schon so viel von dir gehört. Komm, setz dich hin, du musst zum Essen bleiben. Oh, das ist aber sehr lieb. Da sage ich natürlich nicht nein. Oh, Simon, du musst dann unbedingt die Fußnagel-Creme-Pizza von meiner Mutter probieren. Okay, komm, lasst uns essen. Ja, lecker, ich habe so Hunger. Vincent, bringen Sie mir sofort Frau Nagelpilz und Frau Hornhaut her. Ja, werde ich sofort machen, Boss. Oh mein Gott, wir bekommen sicher eine Beförderung. Ich habe eine kleine Frage. Und zwar habe ich gehört, dass eure zwei Töchtern ein Mädchen gemobbt haben, das blind ist. Stimmt das etwa? Ach so, ja, das stimmt. Aber ich meine, meine Tochter hat ihr nur ihren Platz gezeigt. Was denkt sie auch, wer sie ist? Die Schule ist nur für reiche Leute. Ja, genau. Und dann kommt dieses Mädchen her, nur weil sie ein Stipendium hat oder was weiß ich, wie sie an diese Schule gekommen ist. Und denkt auch, dass sie zu der Elite gehört. Sagt mal, wie redet ihr eigentlich von meiner Tochter? Oh mein Gott, was? Die Blindschleiche ist ihre Tochter? Das kann nicht wahr sein. Aber ihre Tochter ist doch nicht blind. Ich habe sie doch damals gesehen. Auch wenn es nicht meine Tochter gewesen wäre. Über Leute mit Behinderung macht man sich nicht lustig. Ihr beide seid gefeuert. Oh nein, bitte, bitte feuern Sie mich nicht. Weil dann kann ich mir Gucci und so nicht mehr leisten. Ich werde meine Tochter bestrafen. Bitte feuern Sie mich nicht. Daran hättet ihr früher denken sollen. Vincent, nimm sie weg. Ja, Boss, hier bin ich. Bitte packt eure Sachen und verlässt dieses Gebäude. Bitte nicht. Meine Tochter musste so viel leiden und ich konnte nicht mal für sie da sein. Yay, wir haben den Abschluss geschafft. Und du hast den Abschluss sogar mit Auszeichnung geschafft. Ich bin so stolz. Also damit habe ich ja auch nicht gerechnet. Das ist alles nur dank dir. Dankeschön, dass du mit mir gemeinsam gelernt hast. Amy, da bist du ja endlich. Es tut mir so leid. Bitte verzeih mir. Und hast du ein bisschen Geld? Ich würde so gerne ein Zwiebeldöner essen, aber ich bin pleite. Amy, du weißt auch, all diese Späße, die wir gemacht haben, das war doch nur ein Spaß unter Freunden, oder? Bitte sag deinem Vater, er soll meine Mutter wieder anstellen, bitte. Nach all dem, was ihr beide gemacht habt, erwartet ihr ernsthaft doch, dass sie euch hilft? Oh. Nach dem, was ihr mir angetan habt, wird mein Vater eure Eltern nie wieder anstellen. Hier, nehmt das Geld. Und jetzt will ich euch nie wieder in meinem Leben sehen. Oh, danke schön für das Geld. Amy, hast du vielleicht noch mehr? Okay, ich glaube, das ist ein Nein. Ich kann immer noch nicht glauben, dass man sie von der Schule geschmissen hat. Aber Schatz, ich verstehe das nicht. Wieso hast du ihm Geld gegeben? Hast du ihn etwa verziehen? Nein, ich würde den Bein doch niemals verzeihen. Aber was bringt es mir, gemein zu ihnen zu sein? Ich meine, dann bin ich aber auch nicht besser wie sie. Ach, Amy, genau aus diesem Grund habe ich mich in dich verliebt. Du bist einfach so ein herzensguter Mensch. Ach, du bist viel zu süß. Komm, wir müssen gehen, meine Eltern warten. Oh, die beiden sind so lieb, dass mir übel wird. 5 Jahre später. Oh, ist sie nicht wunderschön? Ja, sie ist so schön. Willst du Miss Amy, Herr Simon, zum Ehemann nehmen? Ja, ich will. Und Simon, willst du Amy zu deiner Frau nehmen? Oh, ja, ich will. Dann dürfen sie die Braut jetzt küssen. Gratulation. Endlich, Gratulation. Schatz, schaust du dir schon wieder unser Hochzeitsfoto an? Ja, und jetzt willst du dich etwa wieder über mich lustig machen? Der Tag war einfach so wunderschön. Oh, das Baby strampelt aber jetzt ganz schön stark. Oh nein, die Fruchtblase ist geplatzt. Wir müssen ins Krankenhaus. Was? Das Baby ist schon auf dem Weg? Okay, Ruhe bewahren. Okay, deine Krankenhaustasche habe ich und lass uns losgehen. Mila, unsere wunderschöne Tochter, ist sie nicht einfach die Schönste? Aber ich muss sagen, vom Aussehen her kommst du ganz nach deiner wunderschönen Mama. Oh je, bist du dir sicher, dass sie nach mir kommt? Irgendwie kommt sie vor, als ob sie dir mehr ähnelt wie mir. Oh, sie hat Flügel. Okay, dann hat sie das Aussehen von dir geerbt, aber die wilde Seite kommt noch von mir. Mila, Schatz, jetzt komm aber runter. Unsere wunderschöne Tochter, Mama und Papa werden dich für immer beschützen. Endlich bin ich frei. Zeit für meine Rache. Wir haben einen Code Rot. Was? Was ist denn passiert? Insasse Nummer 9 ist ausgebrochen. Was? Er ist ausgebrochen? Er ist schwer gefährlich. Wir müssen mit der Fahndung anfangen. Okay, du darfst spielen gehen, aber nicht zu weit weg. Ja, Papa, ich verspreche es dir. Ach, sie ist schon so groß, wie die Zeit vergeht. Mann, mir ist so langweilig. Hallo, ich bin dein Onkel Tommy. Es
sie schon so spät? Wo bleibt sie denn nur? Hier sind wir endlich. Aber Onkel Tommy, das schaut nicht nach Spaß aus. Mir ist jetzt schon langweilig. Oh. Das Lachen wird dir gleich vergehen. Schau, dein neues Zuhause. Nein, das ist nicht mein Zuhause. Das wird dein neues Zuhause sein, ob du willst oder nicht, denn du bist jetzt mein Geisel. Und ich lasse dich nur frei, wenn deine Eltern mir 1.300.400 Millionen zahlen. Diese Summe gibt es gar nicht. Mann, du musst ja echt oft sitzen geblieben sein. Und meine Eltern werden dir das Geld niemals zahlen. Was meinst du, sie würden mir das Geld niemals zahlen? Natürlich, sie lieben ihre Tochter. Sie werden mir das Geld 100% zahlen. Oh Mann, du verstehst es wohl immer noch nicht. Dann zeige ich es dir halt. Oh, lass mich runter. Hilfe. Oh, bitte lass mich los. Ich habe Höhenangst. Bitte, Mama, Hilfe. Bitte lass mich nicht alleine. Ich werde verhungern auf dieser Insel. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich werde wieder ins Gefängnis gehen. Bitte hab Mitleid. Hallo? Komm wieder zurück. Mila, wo bist du? Mila, wo kann sie nur sein? Ach, da ist sie ja schon. Mensch, Mama, wir haben uns solche Papa. Sorgen um dich gemacht. Ihr müsst euch nicht Sorgen um mich machen. Ich bin ein großes Mädchen. Ja, und weißt du, was jetzt große Mädchen machen? Schlafen gehen. Komm schon, eine Folge Naruto geht sich schon noch aus. Ja, Mama, bitte, bitte. Okay, ausnahmsweise heute. Hallo Toasties, wenn ihr bis hierher geschaut habt, dann schreibt in den Kommentaren ein Blumen-Emoji, weil dann weiß ich, wer bis zum Ende geschaut hat. Und jetzt grüßen wir die Superfans. Ganz liebe Grüße an Atia, Irene, Sandra, Christine und Riley. Wir sind euch so unglaublich dankbar für euren Support. Und jetzt möchte ich noch 3 super liebe Kommentare vorlesen. Großes Dankeschön an dich, Lena. Dankeschön, dass du unsere Videos dir jeden Tag anschaust. Du musst wirklich ein super Fan sein. Hallo Alice, ich hoffe, dir geht es gut. Dankeschön für deinen lieben Kommentar. Und dann möchte ich mich noch bei Marlon bedanken. Dankeschön, dass du die Glocke aktiviert hast. Und dann will ich mich noch bei User JP bedanken. Dankeschön, dass du uns abonniert hast. Und zu guter Schluss, liebe Grüße an Matty Betty, Anna Santos, Andrea, Frank und Alanis. Dankeschön, Toasties. Falls ihr auch erwähnt werden wollt am Ende unseres Videos, dann hinterlasst uns einfach einen lieben Kommentar und mit etwas Glück seid ihr im nächsten Video dabei. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.